Der Nicht-Angriffspakt von Gijón. Ein Sieg, bei dem es zwei Verlierer gab. 1982, Gijón war eine Katastrophe für den deutschen Fußball. Das war schon ein Skandal und das war auch sehr enttäuschend. Sie erlauben mir sicher, dass ich Ihnen die Szenen, die sich da unten abspielen, nicht weiter verrede. Was hier geboten wird, ist schändlich. Anders kann man das überhaupt nicht mehr bezeichnen. Also es war sicherlich eine ganz bittere Stunde für den deutschen Fußball. Dafür gehört Ihnen heute noch links und rechts einen um die Ohren geballert. Litmarski. Bis zur 11. Minute war es ein ganz normales Spiel. Und Tor! Deutschland geht 1-0 Führung. Und das heißt, draufkommen, Deutschland ist mit 1-0 weiter und Österreich auch. Ja, und warum soll man da was riskieren? Weil bei 1-1 wäre Deutschland weg gewesen. Und bei 2-0 wäre Österreich weg gewesen. Die spanischen Zuschauer winken mit den weißen Taschentüchern, wie sie es beim Stierkampf tun, wenn ihnen etwas missfällt oder wenn der tote Stier aus der Arena geschleift wird. Wir haben ja keinen Hehl daran gelassen, den Zuschauer zu dokumentieren, hier, wir brauchen dieses Ergebnis und wir spielen das dementsprechend auch. Ich habe alles gehalten, was aufs Tor gekommen ist. Es waren zwar nur zwei Bälle, aber die habe ich gehalten. Der eine war ein Rückpass und der andere ein Einwurf vom eigenen Mann. Aber was soll ich machen? Soll ich nach vorne laufen, mir einen Ball werfen oder was? Sie wollen beide nichts anderes, als mit diesem Ergebnis über die Zeit kommen. Und es war lustig, wenn ein Foul war, hat der Gegenspieler, der das Foul gemacht hat, den anderen fast abbusselt. Entschuldige, ich wollte es sein, es tut mir so leid. Also, es war Wahnsinn. Sowas ehrlich gesagt, wie das, was sich hier abspielt, so ungefähr seit der 20. Spielminute, sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Das hat einfach mit Fußball und mit Fairness überhaupt nichts mehr zu tun. Das war sicherlich eine ganz schwarze Stunde für uns, auch für die Österreicher im Grunde auch. Das war nicht in Ordnung. Ein Friedensabkommen der niederträchtigen Art. Sie hätten noch Stunden so spielen können.